Und wir... Ah, die Wege... Wege ja, okay, okay. Jetzt ist so... Ich auch gerne das mit den Belohnungen zeigen, dass wir jetzt wahrscheinlich so ein Gold oder so bekommen. Das ich jetzt sehr gerne. Wenn ich muss ich nochmal aufs Screen gucken, eventuell, aber das möchte ich gar nicht. Eigentlich bin ich immer on Screen. Ja. Wo sind wir denn jetzt? Ach, die nervösen Bienchen, ich werde die auch das nennen. Nein, die Bienchen. Bienchen. Maya. Grüne Maya und Willi. Heißt jetzt eigentlich Willi oder Willi? Ich glaube Willi. Willi will es wissen. Und meine Hand schlägt wieder ein. Ich werde jetzt das hier aufnehmen. Es ist wirklich, wirklich lang. Aber ich freue mich schon, dass ich jetzt wieder viele schöne. Jetzt kann ich das eigentlich. Ja. So. Ich werde nämlich jetzt noch was öffnen wollen. Vielleicht werde ich noch einfach auf die Dache ein bisschen Gold nehmen von Freunden eventuell. Aber das finde ich. Weil ich hatte einen guten Plan. Das wird einige Let's Player hier auf dem Server Nature treffen. Wenn es nicht schon einer gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon wirklich Let's Player hier gibt, die ziemlich weit sind. Oder eher Leute, die dann aufgegeben haben. Also ich werde auf keinen Fall aufgeben, Leute. Das ist mein Ehrenwort versprochen. Wenn es euch gefällt, dann... Ja, das würde mich sehr freuen, ja. Das würde mich sehr motivieren, wenn ihr die Let's Plays wirklich schaut und tätig abgibt, wenn ihr nette Kommentare abgibt. Ja, ich glaube eigentlich wäre es sehr angenehm. Und deswegen sollten wir auch gleich in Eldarina einen kleinen Stopp machen. Und dann werde ich da ein bisschen auf den Chat achten, weil ich würde das jetzt gerne demonstrieren mit der Belohnung. Weil ich möchte nur ein Level eine Belohnung bekommen. Ein Gold circa. Um damit was anzustellen. Ungefähr ein Gold, einfach so. Das wird reichen. Aber wie braucht man dafür meinen Kopf oder? Ein Gold. Ja doch, doch. Eigentlich sogar weniger. Ja doch, 500 Silber eigentlich schon. Obwohl. Ja, und das kommt dann natürlich wieder aufs Lager oder... Oder ich verschenke es einfach. Ja. Einfach verschenken. Ich weiß, im Grunde hat man sich dann auch verdient, aber... Nein. So bin ich nicht. Ich möchte echt mein Geld vernünftig verwenden. Ich möchte eigentlich niemanden ausnutzen. Nicht die Fehler anderer ausnutzen. Zum Beispiel niemand im Pilzhaus-Shop, wie wir schon gesehen haben. Oder einen Shop halt auf dem Marktplatz sich hinstellen, wenn sich vertippen. Zum Beispiel jetzt für ein Game. Das mein Waffen verkaufen möchten und dann außerdem ein Gold reinschreiben. Ja, eventuell würde ich die auch kaufen und den Leuten eventuell auch zurückgeben oder fragen, ob das jetzt, ja, war dann natürlich für ein Gold, weil, ja. Obwohl, hier sehe ich niemanden ausnutzen, das ist echt fies.
natürlich kann man so gut Geld machen. Das ist jetzt zum Beispiel der erste Tipp, den ich euch jetzt eventuell eigentlich nicht geben will. Also macht es bitte nicht. Aber ich denke mal, einige von euch haben das bestimmt eh schon gemacht und machen das sowieso. Von daher ist es ja auch eine Art von Verdienst und man macht ja auch was dafür. So, jetzt sind wir im Nebelwald angelangt. Hast du einen Tipp zum Abnehmen? Ja, Dukan-Diät zum Beispiel, die soll sehr gut sein. Ich kenne jemanden, der das macht. Zwei so Leute, um genau zu sein. Wenn ich das so sagen muss. Ist auch egal wer, aber doch. Die funktioniert so, dass man quasi Leute, die jetzt hier Let's Play gucken und sich fragen oder eine Diät haben wollen, oder sich das Problem gerade haben. Ja, dann werde ich einfach mal sagen, ist doch schön, wenn das, wenn ich dann helfen kann. Dukan-Diät nennt sich das Ganze, da gibt es auch ein Buch. Das ist mit Proteintagen, klar. Da muss man quasi eine Woche lang, wenn man anfängt, erstmal, also dann, ich glaube eine Woche lang, ich selber brauche keine Diät, ich bin ja ein Spargel-Tarzan quasi. Und da muss man quasi eine Woche lang nur Fleisch und Milchprodukte kaufen. Also sowas wie Quark und Fleisch und Joghurt. Fleisch und Joghurt, glaube ich, ist das Beste da. Kommst du zu meiner Hochzeit? Ja, dann lass mich vom Eingang. Komm ich gerne, lieber Freund.